nur noch uns passieren. Wir müssen etwas ändern. Ich wünsche mir als Linke, als Bundestagsabgeordnete einer kleinen Oppositionspartei in Deutschland, dass auch die Türkei eine starke Opposition bekommen wird am 7. Juni. Und ich wünsche der HDP, ich wünsche ihren Kandidaten Turgut Özer alles Gute, viel Erfolg. Kein Gott, kein Kaiser, noch Tribunen. Die Befreiung der Arbeiter können nur die Arbeiter selber tun. Wir müssen dafür sorgen, dass in der Türkei eine Struktur entsteht, die tatsächlich demokratisch genannt werden kann. Wir müssen alles dafür tun. Und damit meine ich auch das deutsche Parlament, auch die deutsche Regierung, dass in der Türkei kein totalitäres System errichtet wird und dass kein nationalistisches Gedankengut die Türkei dominiert. Ich möchte, dass die Völker in Deutschland, in der Türkei, in Freundschaft verbunden sind. Ich weiß das für unsere Regierung in Deutschland, genauso wie für die Regierung in der Türkei. Beide Länder als Handelspartner wichtig und hochgehalten werden. Ich behaupte aber, Handel ist nicht das Einzige. Völkerfreundschaft ist das höchste Ziel. Ich möchte, und die Linke im Bundestag fordert die deutsche Regierung auf, endlich die Waffenlieferungen an die Türkei einzustellen. All diese Waffen gelangen in die falschen Hände, entweder an die Salafisten oder an die ISIS. Oder sie werden dazu benutzt, gegen die Opposition in der Türkei vorzugehen. Die ganzen Verbrechen in der Türkei gegen Aleviten, gegen Kurdinnen und Kurden, gegen die Jesiden, gegen Christen, gegen alle Andersdenkenden, gegen Linke und gegen Gewerkschafterinnen müssen endlich aufhören. All die bisher begangenen Verbrechen müssen endlich aufgeklärt werden und die Schuldigen verurteilt werden. Erst dann wird es möglich sein, vertrauensvoll gemeinsam demokratische Strukturen in der Türkei aufzubauen. Und dafür müssen auch die sogenannten befreundeten Nationen wie Deutschland, wie die anderen europäischen Länder dafür sorgen. Hier müssen die Regierungen endlich Herrn Erdogan ans Schienbein treten und ihn dazu bewegen, diese Aufklärung zu betreiben. Für Völkerfreundschaft, für gleiche Rechte, für Frauen und Männer, für gleiche Rechte aller Regionen, für kulturelle Vielfalt und für das, dass jeder Mensch nach seinen Vorstellungen leben kann. Dafür treten wir gemeinsam ein. Dafür wünsche ich der HDP viel Erfolg am 7. Juni und ich werde als Wahlbeobachterin mit dafür sorgen, dass Öffentlichkeit am 7. Juni in der Türkei hergestellt wird. Vielen Dank.